ihr Lieben, da es einige Schwierigkeiten gab mit der Aufgabe von heute, hier nochmal als kleines Video. Es geht also um Mathe 10a am 11.01.2021. Die Aufgabe besteht darin, den Sinus eines Winkels bestimmen. Dafür sollt ihr vorgehen wie im Video. Und ihr beginnt bitte damit, einen Kreis mit dem Radius von einem Dezimeter einzutragen. Und ihr sollt außerdem eine Werttabelle anlegen für Alpha zu Sinus Alpha. Das heißt, das Argument ist Alpha, der Funktionswert soll Sinus Alpha sein. Wie im Video bedeutet, ihr braucht einen Einheitskreis mit Koordinatensystem. In diesem Koordinatensystem sollt ihr dann Winkel eintragen, beginnend bei 0 Grad. Es ergeben sich dann immer Schnittpunkte mit dem Kreis und die Höhen der erhaltenen Schnittpunkte müsst ihr bestimmen, damit ihr am Ende die Wertetabelle ausfüllen könnt mit Alpha gleich 0, 30, 60, 90, 120 und so weiter in 30er Schritten bis zu 360 Grad. Und Sinus Alpha. Das heißt, Sinus Alpha ist immer genau die Höhe der erhaltenen Punkte, die ihr messen sollt. Los geht's! Für den Einheitskreis beginne ich mit einem Koordinatensystem schön mittig auf dem Blatt. Wenn das Koordinatensystem fertig ist, könnt ihr um den Koordinatenursprung einen Kreis mit dem Radius von einem Dezimeter, also von 10 Zentimetern, zeichnen. Also hier einstechen, entsprechend die Spanne hier in den Zirkel nehmen und zeichnen. Ich habe im nächsten Schritt eine Werttabelle angelegt für Alpha und Sinus Alpha und bereits eingetragen 0, 30 Grad, 60 Grad und so weiter bis zu 360 für Alpha. Ich habe mich hier für eine vertikale Anordnung entschieden aus Gründen der Sichtbarkeit. Ihr könnt es genauso gut horizontal, also quer machen. Für Alpha gleich 0 kann ich keinen Winkel eintragen, das heißt, als Schnittpunkt des Schenkels des Winkels mit dem Einheitskreis ergibt sich hier der Schnittpunkt mit der X-Achse. Die Höhe dieses Punktes ist 0, der Sinus von 0 Grad ist also 0. Für Alpha gleich 30 Grad lege ich das Geodreieck mit der 0 im Ursprung an, gehe dann 30 Grad nach oben, markiere mir die Stelle und trage den Schenkel des Winkels vollständig ein und erhalte hier außen einen Schnittpunkt mit dem Kreis und ich trage jetzt für diesen Schnittpunkt die Höhe ein. Ihr könnt das auch mit einem Bleistift machen. Ich mache das hier mit einem farbigen Stift, damit ihr es besser seht. Wenn ihr jetzt etwas genauer gezeichnet habt als ich, dann werdet ihr feststellen, dass diese Strecke 0,5 Dezimeter lang ist. Also ist der Sinus von 30 Grad 0,5. Zeichenungenauigkeiten sind in Ordnung. Alpha gleich 60 Grad trage ich wieder ein im Einheitskreis. Punkt markieren, Geodreieck anlegen, den Schenkel des Winkels zeichnen und jetzt von diesem Punkt die Höhe in Bezug zur X-Achse eintragen. Ich habe die Höhe eingetragen, nachmessen ergibt, dass diese Höhe ungefähr 0,86 Dezimeter hoch ist. Also ist der Sinus von 60 Grad 0,86. Wenn ich jetzt 90 Grad eintrage, dann kann ich einfach den Schenkel des Winkels
erhalten, indem ich auf der y-Achse bis zur 1 nach oben gehe. Die Höhe dieses Punktes ist natürlich 1,0, also ist der Sinus von 90 Grad 1,0. Ich trage jetzt 120 Grad ein. Befinde mich jetzt also im zweiten Quadranten. Auch hier die Höhe eintragen. Da diese Strecke 0,86 Dezimeter lang ist, ist der Sinus von 120 Grad 0,86. Alpha gleich 150 Grad, Geodreieck anlegen, die 150 Grad markieren. Den Schenkel des Winkels abtragen. Na, also das hier sind jetzt 150 Grad und wieder die Höhe eintragen. Hier ist die Höhe, das ist der Winkel, 150 Grad, also ist der Sinus von 150 Grad 0,5. Für Alpha gleich 180 Grad ergibt sich der gestreckte Winkel. Der Schenkel landet hier wieder auf der x-Achse und wir haben wieder die Höhe 0. Also ist der Sinus von 180 Grad gleich 0. Für 210 Grad müssen wir einen überstreckten Winkel zeichnen. Dafür lege ich das Geodreieck unterhalb der x-Achse an und zeichne dann ausgehend von dieser Achse die 30 Grad ein und wir erhalten folgendes Bild. Dieser Winkel hier ist 210 Grad groß. Auch hier zeichnen wir die Höhe ein und müssen lediglich beachten, dass diese jetzt unterhalb der x-Achse ist, weswegen sie ein negatives Vorzeichen bekommt, um diese Lage zu verdeutlichen. Diese Strecke hier von der x-Achse bis zu diesem Punkt ist minus 0,5 Dezimeter lang, also ist der Sinus von 210 Grad minus 0,5. Genauer könnte man sagen, es ist 0,5 Dezimeter lang, aber liegt unterhalb der x-Achse. Da gibt es verschiedene Sprechweisen, bitte nagelt mich da nicht fest. Für die 240 Grad muss ich jetzt noch ein Stück weiter in den dritten Quadranten und trage daher wieder unterhalb der x-Achse diesmal 60 Grad ab. Der Sinus von 240 Grad ist dann minus 0,86. Für die 270 Grad komme ich hier unten auf der y-Achse an. Ich nehme jetzt mal grün. Das hier sind 270 Grad. Es ergibt sich hier ein Winkel, der direkt auf der y-Achse liegt und damit ist die Höhe hier minus 1. Für die 300 Grad bewege ich mich jetzt in den vierten Quadranten. Geodreieck unterhalb der x-Achse anlegen und hier nach der 90 wieder 30 Grad weitergehen. Das sind in dem Fall bis zu 120. Den Winkel abtragen und dann die Höhe. Diese Strecke ist 0,86 Dezimeter lang, liegt unterhalb der x-Achse, also ist der Sinus von 300 Grad minus 0,86. Ich trage jetzt die 330 Grad ab, immer noch im vierten Quadranten, diesmal hier bei 150 Grad. Ich trage die Höhe ein und ihr seht es schon, der Sinus von 330 Grad ist minus 0,5. Für die 360 Grad habe ich den Vollwinkel, das heißt, ich gehe einmal komplett um den Kreis drumherum und lande wieder bei
0 Grad. Damit muss der Sinus von 360 Grad auch 0 sein. Ich markiere das nochmal grün. Der Sinus von 360 Grad ist 0. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt die Aufgabe jetzt besser verstanden und könnt sie allein lösen. Dankeschön fürs Zusehen. Und wie immer gilt, bei Fragen, Anmerkungen, Wünschen, Nachricht schreiben. Bis bald!